Teile stürzen von Brücke, ein Toter, mehrere Verletzte. Bei Bauarbeiten an der Leverkusener Rheinbrücke ereignete sich ein schwerer Unfall. Eine Person starb, mehrere wurden verletzt. Bei Arbeiten an der stillgelegten A1-Brücke in Leverkusen hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen und zwei weitere wurden schwer verletzt. Zudem erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Die Feuerwehr wurde gegen 8.10 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen aus. Vor Ort betreuten die Einsatzkräfte 25 weitere Personen, die vom Vorfall betroffen waren. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.